Okay, jetzt stehen wir vor der Landung. Ich habe euch eine Nachspeise versprochen von diesem 10-Gang-Menü. Ihr habt nicht gewusst, was es ist, aber ich habe ein bisschen viel versprochen. Jetzt muss ich das irgendwie natürlich einhalten, das will ich auch einhalten. Es gibt noch etwas, jetzt als Abschluss, was der Zensur unterstellt ist, dass wir heute in der Zensur brechen. Und das ist was ganz Neues, ich habe gesagt, es ist eine Weltneuheit, was du jetzt siehst oder was ihr jetzt sehen werdet, hat mit einer kleinen Demonstration zu tun von einem Gedankengut, einem Widerlegen eines Gedankengutes, das auch wieder mit Vorliebe über die Medien uns eingeschärft, eingepaukt, eingepredigt wird. Es gibt nämlich, wer noch ein bisschen kundig ist in der Filmwelt, es gibt diese Tendenz im Moment weltweit mit neuen Filmen, auf alle Weisen, im Schulstoff, überall kommt es, die Familie als solches zu verunglimpfen. Eben Familie, das ist wieder so was Gutes, man wird auch hier zum Nazi, wenn man Familie, wie ich jetzt halt, Familie aufbaue, Familie errette, die Familien zusammenbringe, das hat uns viel, viel Schwierigkeiten eingebracht. Warum, habe ich mich gefragt, ja. Nun, es existiert ein großes Bemühen darum, Familienleben richtig schlecht zu machen. Eine Frau, die Kinder gebiert, die hat einen schlechten Stand heutzutage. Die neuesten Filme, wenn du sie gesehen hast, die reden mit Vorliebe davon, alles nur keine Kinder. Es ist schrecklich, Kinder zu haben. Zwei Kinder, das ist die Hölle, vier Kinder, die absolute Hölle. Es wird die Patchwork-Familie propagiert. Alles, was irgendwie die Familie auflöst, die Kinder in Richtung Kinderkrippe oder Staat und so weiter zu bringen, das ist heute der absolute Trend, der über die Massenmedien verbreitet wird. Frauen mit vielen Kindern, ein Horror. Das ist das, was Mainstream vermittelt. Die AZK möchte hier jetzt mal eine Gegenstimme setzen. Ich habe mir etwas ganz Besonderes ausgedacht, oder ich muss mehr sagen, das ist mir einfach so ins Herz gefallen. Ich habe gedacht, ich kenne jetzt zu viele Menschen, zu viele Familien, die zusammen glücklich sind oder glücklich geworden sind. Unser Job ist ja unter anderem Familien zu reparieren, das ist unser Job. Und ich kenne so viele Familien, ich kenne hunderte von Familien, die absolut das Gegenteil leben und erleben von dem, was die Meinung in den Massenmedien geprägt wird. Ich sage nochmal, was über Frauen mit vielen Kindern für eine Meinung vorherrscht. Wenn eine Frau viele Kinder hat, und wenn ich sage viele, dann ist es ab drei, ja? Ab drei nach oben, dann herrscht die allgemeine Meinung, wie ich schon sagte, Horror. Die Frau wird unattraktiv, die Frau wird abgelöscht sein, die Frau mit vielen Kindern wird ausgebrannt sein. Die Frau wird mit jedem Kind, das ist, verzeiht, das sind öffentliche Meinungen, die so propagiert werden. Ich habe eine Frau, die hat 11 Kinder geboren, wie ihr wisst. Und was mussten wir uns anhören? Mit jedem Kind verlierst du einen Zahn. Ich könnte hier ganze Stunde aufzählen, was man alles erleidet nach öffentlicher Meinung, wenn du viele Kinder hast, ja. Mit jedem Kind wird sie einen Zahn verlieren, mit jedem Kind wird sie einige Kilos zulegen. Unter dem Strich einfach mit jedem Kind wird sie unattraktiver, kaputter, isolierter der Gesellschaft ausgeschiedener sein. Und darum haben heute viele Frauen schon Horror, nur überhaupt an Kinder zu denken, weil so daran gearbeitet wird. Weil ich nicht allein die Meinung vertrete, dass es nicht so ist, sondern Zeuge dessen bin, dass das wahre Gegenteil der Fall ist und sein kann, wenn man nur Familie lebt, wie es möglich ist, dachte ich mir, na, alle Welt weiß, was eine Modeschau ist. Man geht hin und schaut sich die neueste Mode an, man lässt sich prägen, da kommen diese Models und gehen auf den Laufsteg. Jetzt schauen wir, was hier steht, ja. Und ich habe mich einfach entschieden, jetzt möchte ich euch mal als Antizensur, möchte ich euch mal einen Mütterlaufsteg gönnen, dass ihr einmal Mütter kennenlernt mit vielen Kindern und mal sehen könnt,
ob das stimmt, was uns da ständig eingeprägt wird, oder ob auch hier ein neues Bewusstsein einsetzen möge. Also haben wir uns gesagt, wir stellen nicht nur die Mütter euch vor, jetzt kommen Mütter in vier Kategorien. Mein Sohn Simon hat Musik dazu komponiert, es ist auch andere Musik dazu komponiert worden. Ich möchte jetzt in einem Zug vier Kategorien Mütter vorstellen, die sich hier auf einen Laufsteg begeben und sich euch zeigen, damit ihr schauen könnt, ist es wirklich so, dass man die Attraktivität verliert, dass man mit jedem Kind ein paar Kilo zulegt und so weiter, oder stimmt das nicht? Wir beginnen mit Kategorie Mütter mit 2 bis 4 Kindern, das ist die erste Kategorie. Daraufhin folgt die Kategorie Großfamilie, das sind Mütter mit bis 6 Kindern. Dann kommt eine dritte Kategorie, das sind Großmütter. Und wenn Sie hier stehen, werden jeweils hinten eingeblendet Ihre Familien, dass Sie die Familienbilder seht, ob das, was das mit ausstrahlt. Und dann gönnen wir uns noch eine vierte Kategorie, ich nenne die mal die XXL-Familie. Das sind die Mütter, die von 7 Kindern aufwärts haben. Machen wir das mal? Okay. Zu bemerken ist, bei der Kategorie Großmutter, wenn ihr da jemand singen hört, ist das nicht einfach eine Sängerin, die das begleitet, sondern die da singt, das ist eine Großmutter. Nur, dass wir uns im Klaren sind, das ist jetzt eine Show der neuen Art, ich habe gesagt, es ist eine Weltneuheit, ich zumindest habe es noch nirgends gesehen, einen Mütterlaufsteg, wo wir mal sehen können, wie glücklich, wie attraktiv, wie besonders können Mütter mit vielen Kindern sein. Thank you.
Also, so sehen die abgerackerten Mütter aus. Hä? Wenn das nicht eine Antizensurkonferenz braucht, dass man das mal sieht, dass das nicht der Wahrheit entspricht. Ihr habt es gesehen, da sind sogar 3+2 im Bauch drin. Wir freuen uns, dass ihr überhaupt diese Aufgabe übernehmt, dass ihr Kinder auf die Welt stellt. Wir brauchen sie, auf dass wir eine neue Welt schaffen können. Vielen herzlichen Dank. Kategorie Familie.